Hast du dir so gedacht, ne? Hast du dir so gedacht? Und damit sind wir dann auch wieder zurück, haben kurz die Schnellreisefunktion benutzt, fliegen mal kurz hier in diesen Heuhaufen. Jetzt müssen wir mal gucken, nochmal ganz kurz, wo denn jetzt hier der Aussichtspunkt war. Der war nämlich da. Markieren wir uns einmal, dann sehen wir den nämlich hier und dann ist der viel einfacher für uns zu finden. Kann ich schon da hoch? Nein, kann ich nicht. Ah, das ist noch hinter der Kirche. Ja, super. Ist gar nicht so nah, wie ich dachte. Gut, dass wir wenigstens die Schnellreisefunktion hier benutzt haben. Eine sehr schöne Sache, wie ich finde. Oh, das sieht echt schön hier aus. Ne? So, hier würde ich auch gerne mal einen schönen Kaffee trinken. So nebenbei. Oder einfach mal ein bisschen Zeitung lesen. Hat auf jeden Fall was, gerade mit diesen Lichteffekten. Ich mag das. Da fühlt man sich gleich so ein bisschen, ja, geborgen. Das Herz geht einem auf. Also da haben die Entwickler hier richtig schön was gemacht. Und wir müssen jetzt einmal da diese Kirche hoch. Und werden uns diesen Aussichtspunkt holen, damit wir ein bisschen besser Bescheid wissen, was hier so abgeht. So, kann man da gleich komplett hoch. Ja, so wird uns das doch erleichtert. Und synchronisieren das einmal. Wieder wurde halt viel freigeschaltet. Wir sehen da auf jeden Fall die nächste Mission. Und wir können da auch gleich mal mit dem Seil wieder hingehen. In ein Sperrgebiet. Wie ich dir das gerade sehe. Ja, komm, geh da runter. Danke. Okay, nicht da runter. Ach. Ich gehe einfach mal runter. Wird mir ein bisschen zu anstrengen. Ja, super, dass der genau hier steht, ey. Hast du dir so gedacht, ne? Hast du dir so gedacht? So, okay. Ja, da wäre dann auch... Oh, das wäre gleich hier so eine Mission gewesen. Mal, ob die nochmal geht. Naja, okay, dann können wir dieses Gebiet halt noch nicht erobern, haben wir ein bisschen die Chance hier vertan, aber wir haben uns hier ein bisschen ausgetobt, das war natürlich auch schön.
Jetzt können wir aber mal das Wichtige hier einfach starten, nämlich einfach mal die Mission. Sagen Sie mir noch mal, wo wir hingehen. Ich fand einen Brief der Prinzgemahlin unter Lucy Thorns Recherchen. Mit den gleichen Insignien wie ihr Schlüssel. Aus 1847. 1847? Im selben Jahr befahl der Prinz Umbauten am Buckingham Palace. Sie glauben, er ließ das Tuch dort verstecken? Nun, es gibt keine Karte des Palastes mit einem Raum namens Geheimes Gewölbe. Eure Hoheit, darf ich vorstellen? Miss Ivy Fry. Miss Fry, Maharaja Dulep Singh. Es ist mir eine Ehre. Mein Freund, die Pläne, um die Sie baten, wurden entfernt. Entfernt? Von wem? Crawford Starrick. Jedenfalls in seinem Auftrag. Ja, ich dachte mir, Sie kennen den Namen. Ich weiß, wo er ist, aber er wird streng bewacht. Der Teil dürfte kein Problem darstellen. Dachte ich mir. Wir werden einen Plan brauchen. Ich sorge dafür, dass die Wachen abgelenkt sind, während Sie einen Weg hineinsuchen. Oh, wirklich? Für Sie, Miss Ivy, tue ich das gerne. Nun, sobald ich drin bin, suche ich jemanden, der weiß, wo die Papiere sind. Und wir treffen uns im Zug. Pass auf dich auf. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal die Pläne wiederholen. Oh boah, hier werden ja immer mehr, immer mehr. Okay, da unten sind auf jeden Fall Verbündete Level 5. Da unten, okay, sind die Pläne. Könnte eigentlich dann dahin schon einen Todessprung machen, ne? Nehmen wir das mal mit. Ja, okay, der geht. Ah, jetzt dreht er sich um. Komm, dreh dich wieder um. Dreh dich wieder um. Guck deine schöne Glocke an. Ah, jetzt kommt der wieder. Okay, wir müssen auf jeden Fall einen besseren Zeitpunkt dafür finden. Aber es gibt keinen. So, wenn der da steht, kriegt er das bestimmt mit. Okay, hat er doch nicht mitgekriegt. Das heißt, wenn er da gleich steht, können wir den erledigen, dann gleich weiter rennen zu dem anderen. Und es würde auf jeden Fall klar gehen. Jetzt hier so, der dreht sich. Komm, dreh dich um und... Es gibt einen Eindruck! Leben kommst du hier nicht! So, die öffnen wir jetzt, holen uns... Das sind sie nicht. Ach, da sind sie nicht. Ja, das ist natürlich super, aber bevor wir hier irgendwas machen, sabotieren wir noch kurz hier die Glocke. Damit wenigstens von dieser Glocke hier kein Alarm geschlagen werden kann. Und gehen hier gleich mal wieder hoch aufs Dach. Wow. Ja, das war überraschend. Der sieht uns da drüben nicht. Das ist doch schon mal okay, ganz okay. Was ist denn hier? Achso. Ja, reden wir doch einfach mal mit dem, ne? Einmal hier rüber. Hier rüber und hier hoch. Danke. Ja, reden wir mal. Hallo? Wie?
So, Medizin, danke. Jetzt haben wir keine mehr. Es war natürlich etwas blöd von uns, ne? Wir hätten einfach da drüben bleiben können. Ich weiß nämlich nicht, ob das was bringt. Komm, 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 hier, ich will... Ja, machen wir es einfach so. Jetzt würde ich aber gern zurück. Nein, nicht so hoch. Nein, nicht dahin. Manchmal ist das hier echt schlimm mit dieser Suche. Nein. Egal, machen wir einfach dahin. Wir haben die ja jetzt erledigt. Das heißt, sie wird nicht mehr so zum Verhängnis. Da hinten ist noch eine. Ich hoffe, die sieht uns jetzt nicht. Na, dann... Und der Plan? Reden wir jetzt einfach mal mit dem. Wenn Sie das Signal geben, locke ich die Wachen in einen Kampf und benutze eine Rauchbombe, um zu entkommen. Und ich werde die Verwirrung nutzen. Bereit? Aber natürlich. Und welches Signal stellt der sich so vor? Also wir müssen die ja wirklich nutzen. Guck jetzt erstmal hier. Okay, da sind wir ganz viele. Achso, ich kann ihm jetzt hier einfach sagen, ablenken. Ja, das wäre natürlich nicht das Schlechteste, aber ich sehe, da hinten ist eine Kiste. Die werden wir jetzt erstmal hier öffnen. Und dann steht die jetzt davor. Das wäre nämlich super. Aber ich kann jetzt hier kein Ablenkungsmanöver starten. Okay, die ist jetzt hier im ersten Stock. Das heißt, da müssen wir jetzt hinkommen. Gut, dass ich nicht ganz runtergegangen bin. Oh. Schnell mal wieder hier hoch. Gucken wir auf die erste Seite, wie war das hier... Wie wir das schöne Ablenkungsmanöver hier mal nutzen können, ne? Hier. Komm. Da taucht das mal auf. Da. Ablenken, ablenken. Ich drücke natürlich den falschen Knopf, weil ich mal wieder rechts von links nicht unterscheiden kann. So, da kommt der. Und lenkt hier hoffentlich alle. Natürlich muss der erstmal kommen. Okay, das war jetzt gar nicht so schlecht, weil ich... Also, es war schon recht dumm. Ja, wenigstens wurde kein Alarm ausgelöst. Auch wenn es ganz knapp war, aber ich dachte, wenn... wenn die da sind, dass da, oder wenn er kommt, dass da halt kein Alarm ausgelöst wird. Ach nein, Mann, ey. So, wo sind die? Die sind oben drüber, gut. Kann man die mal ganz schnell, jetzt macht die auf hier. Ist natürlich nicht drin. Entschuldigung. Ja, gehen wir einfach mal wieder hier raus. Ich will nur hier raus und runter, danke. So, dann war da drüben noch eine Kiste. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da hinkommen. Sind natürlich auch ein paar, die davor stehen. Auf jeden Fall ist das... Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, ne?
Da ist auf jeden Fall Fenster offen. Ist hier noch irgendjemand in der Nähe, der mich hier vom Dach schießen kann? Wir gucken ganz schnell. Nein, natürlich nicht. So. Da will ich nicht hin. Jetzt lass es los. Manchmal geht die Steuerung mir richtig auf den Sack. So, und bitte einmal runter und einmal bitte betreten. So, der hat uns jetzt nicht erkannt oder entdeckt. Das war auf jeden Fall schon mal gut. Der muss jetzt nur noch hier ein bisschen rumdrehen. Und dann gehen wir nämlich einfach hin, ziehen die Beine weg und tot ist er. Nein, ich muss wohl jemand nach den Plänen fragen. Das fällt dir aber früh ein. Alarm! Der Anführer der Hux ist im Gebiet! Vielleicht kriegst du deinen Schöpfer! Der Orden wird auf sie! So, das... Scheiße. Ein Templer in der Nähe gefangen nehmen. So, aber welchen denn, wenn ich fragen darf? Ach so, das muss ich bestimmt ja noch jetzt hier rausfinden, ne? Also eine Mission, die mal wieder ein bisschen länger dauert. Jetzt kommen die auch wahrscheinlich wieder hier oben drauf. Danke. Jetzt schießen die wahrscheinlich wieder und kommen auch hier oben drauf. Danke. Ha? Schießen kann der Gott sei Dank nicht. Ich kann dafür aber auch nicht klettern. Jetzt muss es eigentlich relativ easy hier werden. Frage ist jetzt nur... Ach, die respawnen wieder. Das ist doch mal schön. Weil hier hat ich ja eigentlich alle ausgelöscht. Wie nehme ich jetzt hier jemanden gefangen? Oh, da oben. Probieren wir es doch einfach mal mit dem. Ich schwöre es, Miss. Ich weiß nicht, wo er sein kann. Was meinen Sie? Der Mann, der wie Sie aussah. Die Wache führte ihn ab. Henry, die gestohlenen Pläne. Wo sind sie? Ich weiß nichts von gestohlenen Plänen. Die Pläne. Die Mission. Schrei und es wäre dein letzter. So. Okay, also Henry wurde natürlich geschnappt. Hätte ich auch gut vor der Mission sagen können. Ich meine, die sind ja auch so ein bisschen ineinander verschossen. Einmal hier rüber. Da hätten wir ein Attentat ausführen können. Aber wir wollen ja erstmal hier den netten Henry befreien. Jetzt bin ich, glaube ich, hier total falsch unterwegs. Ich weiß nämlich auch nicht, wo der ist, ne? Ob der jetzt abgeführt wird oder was auch immer. Hier drüben ist. Okay, reden wir mal mit den Kindern. Das sind ja unsere Freunde. Hörst du Claras Kindern? Die haben Mr. Henry. Wir konnten ihm nicht helfen. Aber ich habe einen gebissen. Sie fuhren in einer roten Kutsche weg. Doch die kommen nicht weit. Ein Rad sah aus, als würde es jeden Moment abfallen. Sehen Sie sich die Spur an. Das eiert ganz schön rum.